sind wir bei der Grundlage meiner Arbeiten vor allem der Druckvorlagen, die dann die Grundlage bilden für all meine Collagen. Das ist ein Druck, der von Professor Kunito Nagaoka auch in Geras gelehrt wurde. Und ich, dadurch, dass ich ihn sehr gut kenne, habe ich die Möglichkeit gehabt, das von ihm gelehrt zu bekommen. Und zwar sind das Metallformen hier, die zuerst geformt werden, ausgeschnitten werden aus einem Metall, entsprechend geformt, perforiert, zum Teil auch Masse aufgetragen, um gewisse Strukturen hervorzurufen und dann mit Ölfarbe, also es sind Ölfarbendrucke, eingestrichen, arrangiert und mit dem feuchtgemachten Kupferdruckpapier reproduziert werden. Diese Arbeiten ergeben nur Unikate. Man kann das nicht wiederholen. Kein Bild ist gleich. Also so, wie man sich das vorstellt bei einer Aquatinta oder auch einer herkömmlichen Drucktechnik, das sind absolute Unikate, sprich, es sind wirkliche Kunstwerke. Eine dieser Grundlagen sieht man hier, das ist ein Druck, der zweimal gemacht wurde. Da hat man die Form auf der einen Seite und auch die Grundfarbe der Platte. Da wird die Platte eingestrichen und auch kann strukturiert bzw. hineingezeichnet werden. Das heißt, einmal wurde die Form gedruckt und das zweite Mal mit der Platte der Farbauftrag auf das Papier aufgebracht. Dieser Druck ist nicht bearbeitet. Alle anderen Drucke von mir sind bearbeitet. Extra noch, das sind die Drucke, die ich schon gezeigt habe und wo eine ganze Serie von insgesamt 7 Drucken im vorderen Raum hängen.